eine Beziehung mit jemandem, um schöne Augenblicke miteinander zu teilen. Mhm. Und dass man in schwierigen Momenten auch füreinander da ist. Ja. Wenn man jemanden verlässt, dann verliert man seine Privilegien. Verlässt? Ich hab dich doch nicht verlassen. Wie kommst du denn darauf? Du rufst nie an, beantwortest meine Mails nicht und du machst irgendwelche krummen Dinger. Ich mache nie krumme Dinger, das weißt du. Warum darf ich nicht zu dir kommen? Das habe ich dir nie verboten, das stimmt. Was versteckst du? Nichts. Was versteckst du in deiner Wohnung? Du bist verrückt, nichts. Ich habe nie gesagt, dass du nicht kommen darfst. Na klar kannst du kommen, David, wann du willst. Ich bin schwanger. Ich werde es allein aufziehen. Was soll das heißen, allein aufziehen? Ich möchte ein Kind, aber ich möchte keinen Vater, der verschwindet, weil er gerade zu beschäftigt ist. Und ich brauche einen Vater, der ein solides Leben führt. Das ist doch kein Leben. Klar ist das. Du bist doch völlig neben der Spur. Anständige Menschen klingeln nicht nachts um zwei bei schwangeren Frauen. Aber ich wusste ja nicht mal, dass du schwanger bist. Wenn du mich ab und zu anrufen würdest, wüsstest du es. Wenn mich mein Kind eines Tages fragt, wie es mit dir war, würde ich gern die Wahrheit sagen. Dann sage ich ihm, dass du nie da warst, weil du im Grunde gar keine richtige Lust hattest, hier zu sein. Aber ich bin doch hier. Ich bin hier. Valerie, ich bin hier. David Wozniak. Jonas Soy, David Wozniak. Maître Chamberlain. Die Küchentür war aufgebrochen. Ich versuche Sie schon seit mehreren Tagen zu erreichen, Monsieur Wozniak. Jonas Soy, David Wozniak. Soy el hombre de Menache. David está en México. Ich habe nicht viel Zeit und mache es deshalb kurz. Zwischen 1988 und 1990 haben Sie unter dem Pseudonym Starbuck in der Klinik La France, die ich vertrete, Sperma gespendet. No. Sie haben 693 Mal in einem Zeitraum von 23 Monaten gespendet, wofür Sie $24.255 erhielten. Ihr Sperma hat eine sehr gute Qualität. Ich bin sicher, Ihres ist auch nicht von schlechten Eltern. Aufgrund einiger Komplikationen hat La France in einem gewissen Zeitraum allen ihren Patientinnen ihr Sperma gegeben. Deshalb sind Sie der Erzeuger von 533 Kindern, von denen 142 ihre Identität erfahren möchten. Ich wiederhole noch einmal, Sie sind der Erzeuger von 533 Kindern. Jonas Soy, David Wozniak. Bei Ihren zahlreichen Spenden haben Sie jeweils eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Rechtlich gesehen ist die Klinik verpflichtet, Ihre Identität zu schützen, aber eine Gruppe Ihrer Kinder hat sich zusammengeschlossen, um die Rechtmäßigkeit dieser Dokumente anzufechten. Sie möchten erfahren, wer Starbuck ist. Jonas Soy, David Wozniak. Jonas Soy, David Wozniak. Jonas Soy, Starbuck. Jonas Soy. Jonas Soy. Jonas Soy. Es ist selten, Fremde bei uns begrüßen zu dürfen. Vor allem seit die Irokesen wieder begonnen haben, die Siedlungsgebiete anzugreifen. Zu dürfen. Vor allem seit die Irokesen wieder begonnen haben, die Siedlungsgebiete anzugreifen. Zieh! Mann, bist du schwer. Kräftig zieh! Geil!
begrüßen zu dürfen. Vor allem seit die Irokesen wieder begonnen haben, die Siedlungsgebiete anzugreifen. Meister. Ich glaube, der kontrolliert mich. Hey. Ja, ja. Hilfst du uns, ein Rohr zu verlegen? Süße. Hast du gerade Yam-Yam gesagt? Und irgendwas von einem Rohr? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, Monsieur Yam-Yam. Ja. Mann, sag nicht Yam-Yam! David. Mein Name ist David. David Wozniak. Ich rate dir, dass du dich niemals fortpflanzt. Ich bin schwanger. Du bist absolut unfähig, ein Kind großzuziehen. Zwischen 1988 und 1990 haben sie unter dem Pseudonym Starbuck Sperma gespendet. Deshalb sind sie der Erzeuger von 533 Kindern, von denen 142 ihre Identität erfahren möchten. Jonasoy, David Wozniak. Jonasoy! Jonasoy! Weißt du, dass es der Traum eines jeden Anwalts ist, einen so bedeutsamen Fall zu verhandeln? Sie möchten erfahren, wer Starbuck ist. Was soll ich tun? Als Anwalt rate ich dir, nicht mehr in Fruchtbarkeitskliniken zu wichsen. Hallo, Papa. Yam, yam. Mann, sag nicht Yam, Yam! Mir ist klar geworden, dass diese Kinder jemanden in ihrem Leben brauchen. Sie brauchen einen Schutzengel, jemanden, der über sie wacht. Mit der psychischen Unzurechnungsfähigkeit kommen wir auf jeden Fall durch. Ich habe keine psychischen Probleme. Genau so sagst du das dem Richter. Würde ein normaler Mensch in so einer Situation tun? Ein normaler Mensch wäre nicht in so einer Situation. Ich werde dir zeigen, dass ich es verdiene, der Vater deines Kindes zu sein.